Ein letztes Mal speichern. Und los geht's. Ach so, wie war das? Ich frage lieber jetzt schon mal nach mit Rico. Für die Tore der Zukunft. Kann ich das nur bei der Ekstase von ihr einsetzen oder ist das generell mit diesem Benutzen? Die hätten zwischen diesem hässlichen Turm und dem Kampf ruhig noch einen Punkt machen können. Das stimmt. Das ist wahr. Moment, ich habe gar nicht ins Team, in die Gruppe geguckt. Wer ist Orin Leonatidus? Alles klar, das ist in Ordnung. Und los geht's. Ach, Kacke, zu langsam. Nein, verdammt. Ein Hint. Oh nein, ja, bestimmt. Ja, komm, nee. Das ist jetzt nicht wahr. Ey, das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch Kacke. Guck mal, okay. Mhm. Da bereite ich mich so geil aufs Finale vor, weißt du? Ich kann nichts machen. So eine Kacke. Ja, wir laden direkt neu. I won't go so easy on you next time. Ich bin ein bisschen genervt. Ja, weil das ist doch nicht normal, weißt du? Da bereite ich mich so gut vor. Kann ich nicht von hier? Ich kann von hier nicht direkt laden, ne? Ach, Scheiße, Geister. Da bereite ich mich so gut vor und dann kommt ein fucking Morbol als erstes. Den. Abwehrmau. Oh, wir sind schon wieder voll. Zauberkonter. Lass mal liegen. Und laufen, Christa. Lass mich ran. Morbol. Nein, Sandrohr. Mein Plan war, allem hier auszuweichen. Live and let live. Dieser Gesetzentwurf sagt, fuck you. Ja, das ist absolut korrekt. Sammeln ein. Oh Gott, Tidus. Lahme Socke. Das ist der richtige. Immobilie. Steinattacke, Sturmattacke. Das war gar nicht schlecht, ne? Das ist ein Orange-Schwert, ne? Ja, wenn ich irgendwas Pilliges, was wir dafür rausschmeißen können. Nicht so richtig. Nicht so richtig. Wir schmeißen die. Oh Gott, wir haben so viel Fata Morgana. Schmeißen die mit drei einfach weg. Kameraführung hier. Ich hasse die Kameraführung hier. Da sind Christa. Oh nein, 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 nein. Meiner. Sammel ein. Du, das ist doch. Das ist so. Okay, vergiss es. Was ist das? Ich finde diesen Abschnitt so ein Bullshit. Ich bin mal auf die Morbols bei Final Fantasy 15 gespannt. Bestimmt genauso scheiße. Ich verstehe echt nicht, warum man hier nochmal Items hergeschmissen bekommt. So sinnvoll sind die Sachen ja jetzt auch nicht. Hm. Und sind danach eh weg. Okay. Echt? Nee. Sind die danach weg?
Ja, seriously, da war nichts. Live and let live. Das Spiel trollt gerade ein bisschen. Gib mir... Ich stelle mich direkt davor, weißt du, und Tidus sammelt es nicht ein. Jetzt aber. Sammel es ein. Wie viel waren es? 8 oder 10? Es waren 10, ne? Oh Gott, es waren 10, glaube ich. Da. MP1 durchschauen. Das ist Rico, oder? Ja. Nach dem Abspann sind sie weg, ja. Ach so. du musst wirklich fast drin stehen, das ist so ätzend. Zum Abschluss zeigt das Spiel Isa nochmal, wie böse es sein kann. Mhm. Aber hallo. Nein! Nein, ich war zu langsam, oh Gott. Das ist echt... Oh. Nein. Live and let live. Ich reg mich jetzt nicht auf, ne? Aber diesen Abschnitt finde ich eine Katastrophe. Nein! Ey, kann das bitte nicht unter mir spawnen, wenn ich gerade den fucking Kristall einsammle? Live and let live! Na, das schaffe ich nicht. Könnte ich schaffen. Nein. Die Entwickler mussten auch Spielstunden voll bekommen und wussten nicht mehr, was sie einbauen sollen oder hätten einfach oder hatten einfach keinen Bock mehr. Ja, oder wollten den Frustfaktor nochmal so richtig schön hochtreiben. Oder ein Developer hat das gebastelt, wollte es unbedingt unterbringen. Du kannst ja auch mehr stehen bleiben. Die Kamera dreht sich automatisch und du musst nur den Kristallen ausweichen, die unter dir spawnen. Das ist genau wie Donnersteppe, absolut sinnloses random Zeug. Ja, so ungefähr. Der Magierstab ist ganz gut, würde ich vielleicht eher verwenden als den Ekstasestab, okay. Live and let live. Also, ne. Der Witz ist, ich sehe teilweise diese blöden Kristalldinger nicht mal. So easy on you next time. Zum Glück kostet dieses und tschüss keine MP. Da. Na, das ist doch ein verdammter Witz gerade. Oh, 199 vom Blitz getroffen werden. Rage Quit. Ich bin gerade, ich erreiche langsam schon ein Frustrationslevel, was ich beim letzten Mal nach dreimal Jax hatte. Einfach weil mich dieses Level nervt.
dauert aber voll lange. Oh, na, ach toll, ich war jetzt abgelenkt beim Suchen. Stehst du das durch? Ich hoffe. I'll be right back. Na komm, wo ist der? Da war einer. Der ist jetzt schon wieder weg. Wenn ich die Kamera wenigstens drehen könnte, ne? Das ist so super nervig. Es dauert aber eine Stunde, bis ich hier was hab. Da. Komm schon, komm schon. Gib mir den! Gib mir den! Puh. So, das ist Lolo. Welche schmeißen wir denn dafür raus? Haben wir irgendeinen Pisseligen? Steinschlag? Todesattacke hat der so. Speed. Wir haben keinen so richtig schlechten. Weißt du, was wir machen? Wir schmeißen hier einen von Rikus 10.000 Zerstörungsfolgen aus. Komm schon, einer noch. Komm schon, einer noch. Nein. Da. Notextase. Nicht nur irgendwas doppelt, sonst schmeißen wir wieder was von raus. Achso, das muss ja so. Gut. Ich wollte gerade sagen, was soll das denn jetzt? Alle voll. Okay. Zeit fürs Video. Mal wieder. Ich habe das Gefühl, da kommt jetzt eine ganz neue und spannende Szene. Ja, bestimmt. You're late, Auron. I know. Hey. Huh? You got tall, but you're all bones. You eating right, boy? Really grown. Und wie oft Auron zu spät kommt. Yeah, but you're still bigger. Jedes Mal aufs Neue. Well, I am Sin, you know. That's not funny. Diese Übersetzung, meinst du die englische oder die deutsche? Also Sprache oder Text? Well, then, I mean...
Let's end this. Dad? Yeah? I hate you. I know. Text von you know what you ja, have da to sind do. Einige Diskrepanzen drin, das stimmt. Und allgemein haben wir die Übersetzung von dem Film voll verhauen. I ja, das kann ich nicht beurteilen, weil so ich das japanische well Original anymore. Natürlich nicht kenne. Pretty soon I'm gonna be sin. Completely. I'm glad you're here now. One thing, though. When it starts, I won't be myself anymore. I won't be able to hold myself back. I'm sorry. That's enough! Let's finish this, okay? You're right. Well then, let's go. Gib mein Bestes. Zum letzten Mal diese Szene gesehen. Wir werden es sehen, ob es tatsächlich so ist. I promise this will be quick. Hit me with all you got, Dad. Plan 17, 2B, ausführen. So. So, jetzt müssen wir eigentlich die eine von den Pagoden erstmal ausschalten, ne? Ah, wie war das nochmal? Kraftbrecher, Panzerbrecher, was braucht man nochmal bei Jake? Oh Gott, ich bin voll raus. Das funktionierte schon mal. So, jetzt bekommt Titus noch einen Schutzengel. Das Problem ist halt, dass es voll viel MP kostet. Another one.
Was? Das ging jetzt aber schnell. Das ging jetzt aber verdammt schnell. Die werden gerade eine Bestie rufen sollen. Ich bin total raus bei der Taktik, was den angeht. Ja. Zunächst Hase. Jonas war vorher nochmal dran. Panzerbrecher wird aufgehoben, wenn die Pagoden den heilen und an alle Buffs denken. Oh Gott, wir haben fast kein MP mehr bei Yuna. Das ist nicht so gut. Na toll, jetzt ist die MP da auch noch leer. Pagode bewegt sich wieder. Elixier, final Elixier. Schauen, ob jetzt alle noch Protest drauf haben. Mit unseren beiden ja, Juno nicht. Ekstase ist noch nicht voll. Oder wie viel jetzt? Ne, einmal, okay. Ja, jetzt haben wir natürlich nirgendwo durchschauen. Das ist nicht so geil, ne? Das ist nicht ganz so geil. Ich glaube, die stand erst einmal still. Oder auch nicht. Wir brauchen halt noch Panzerbrecher, ne? Warte, wann ist Juna dran? So, jetzt haben wir auf jeden Fall das Anfeuern fertig. Dann machen wir nochmal Gemach.
einmal getroffen. Ekstase ist voll. Ja, wir brauchen für die erste Phase gefühlt ein bisschen zu lange, finde ich. Ekstase, Linke bewegt sich wieder, das geht teilweise echt schnell. Komm schon, ach verdammt. Schade, ich hatte gehofft, oder? Nein, natürlich kriege ich keine Zeit für Ekstase, das wäre ja auch viel zu schön gewesen. Nein. Ach, du bist doch Kacke. Haben alle noch drauf. Sehr gut, beide Säulen getroffen. Ach, sie hat durchschauen. Ach, guck mal, der hat gar nicht mehr viel. Der 16, die hat 9.999. Reicht das? Ja. Wie wär's mit Reflekt gegen die MP-Klau-Attacke? Ja, aber wenn ich Reflekt benutze, dann... oder auf die Säulen Reflekt. Das hatten wir, glaube ich, schon ausprobiert und das funktioniert ja nicht. Und wenn ich das mit Charakter mache, dann funktioniert das mit dem Heilen nicht mehr. Das wäre schlecht. So. Wow. Scheiße. Der Einzige, der kein Dingens hat. Oh nein, jetzt halt er die vom Zombie, ne? Mist. Oder auch nicht. Aha. Ich würde eigentlich gern Lulu rausholen. Verdammt. Das Erzengel oder Phoenix wieder. Hatte ich vor, aber jetzt ist er kein Zombie mehr. Die haben den ja direkt geheilt. Da bringt das ja nicht viel. So, jetzt haben die den natürlich gerade wieder geheilt. Das heißt, Panzerbrecher ist nicht mehr aktiv. Wie sollte es auch sein? So. Ach, Kacke, die hat ja keine MP mehr. Nee. Mist. Dreimal nicht getroffen. Gut, das hast du am Ende noch drauf. Schutzengel drauf. Okay. Regina? Nee.
Ah, was machen wir? Was machen wir? Greifen einfach mit an. Moment, jetzt muss ich gerade gucken. Wir können ja gleich einmal reden, ne? Wir jetzt schon reden sollen. Auf jeden Fall sollten wir gleich mal alle Ekstasen auskloppen. Julian 20, guten Abend, willkommen im Fuchsbau. Mach's dir gemütlich, danke für den Follow. Er ist immun gegen Phönixfehler. Schade. Nase voll, überlebt es, überlebt den Schlag, komm schon. Nein, der haut sowieso nochmal drauf. Schade. Das ist schon wieder so viel Pech mit den Säulen. Mach mit dir mal Ultima. Vielleicht hast du Glück und eine Säule ist schon weit unten. Die gehen halt direkt wieder an, ne? Das ist herzlich uneffektiv irgendwie. Die linke steht still. Flüche. Panzerbrecher. Normalerweise sollten die nicht sofort wieder angehen, aber ist ja schön. Gut, vermutlich eine Cooldown der Bestie nach der Ekstase. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist Luna gleich down. Die Linke bewegt sich wieder. Yay. Schadet ihm jetzt wieder. Ekstase so gut wie voll. Beschwören oder reden, beschwören oder reden. Das ist halt blöd, weil ich keine Ahnung habe, wie viel HP der jetzt noch hat, ne?
dass der mal ein zweites Mal zuhört, wenn wir die Etage schon voll haben. Ist so schade. Deswegen, es bringt auch kaum was, Bahamut gleich mit Ekstase zu, mit Meisterruf zu rufen, für die doppelte Ekstase, weil der vorher sowieso liegt. Ach ja, komm, weißt du. Sausack. Ja, bestimmt. Alle haben noch Schutzengel drauf. Alle haben noch Protest, alle haben noch Hast. Ich hätte gerne Orin eigentlich als erstes dran gehabt jetzt. Mist. Zwischendurch immer mal wen rein, der durchschauen hat, um zu sehen, wie viel Life der noch hat. Kostet dich ja keinen Zug. Das stimmt, das könnte ich eigentlich machen. Gleich. Erstmal bekommt... Quatsch. Item. Was war nochmal, was macht nochmal der Flugzustand? Also ja, ich brauche Weihwasser dagegen, aber was macht der nochmal effektiv? Nur gleich keine Ekstase benutzen. Oh scheiße, da muss ich ja schon wieder drehen. Oh nein, das war die Kacke, die nie funktioniert. Ich hasse es. Hätte ich besser gar nicht gemacht. Diese blöde Ekstase von Lulu bringt so überhaupt nichts. Oh Gott, jetzt darf ich mich versauen, ey. So gut wie tot nochmal mit Orin Zimmer drauf und dann Bahamut Ekstase läuft. wir haben noch Yojimbo. Aber die Ekstase nicht voll hat. Der wohl die Ekstase voll hat, warum benutzt er sie nicht? Ach, weil Yuna verflucht ist, ne? Den brauchst du nicht. Willst du es nur hinausziehen? Nein! Ich gehe auf Nummer sicher. Nachdem das letzte Woche so oft in die Hose gegangen ist, gehe ich jetzt eben auf Nummer sicher. Ich gebe dir auch 10. Vielleicht dreht sich wieder. Mehr Geld. Ich will eigentlich nicht mit dem den letzten Hit machen. Mit dem den letzten Hit fände ich irgendwie jetzt ein bisschen blöd. Der kann aber sonst gar nichts machen, ne? Der kann gar nicht hier verteidigen oder so.
Nee, damit bin ich nicht glücklich. Oh Gott, wenn ich das jetzt verkackt habe, deswegen, ne? Dann kriege ich die Krise. So. Wir sind gerade alle ein bisschen am Arsch, ne? Luna ist jetzt zweimal dran. Ne, Mega Phoenix ist Bullshit. Phoenix? Und? Luna ist zweimal dran, das ist super. Endlich. You'll cry. You're gonna cry. You always cry. See? You're crying. I hate you, Dad. Save it for later. We've got a job to do, don't we? Good. That's right. You are my son, after all. You know, for the first time I'm glad to have you as my father. Sir Jack, I should... No! Yuna! There's no time! You stay away! Yuna, you know what to do. The Aeons! We Aeons! Call them! Factory-baked cookies. Factory-baked goodness in every little bite. Dankeschön, Nordien. Yay!